Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 19. Februar 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, seit gestern befinden wir uns astrologisch gesehen ja in einer neuen Phase, denn gestern sind Merkur und Sonne vom Wassermann in die Fische gewechselt, sodass wir jetzt aktuell eben die Sonne im ersten Grad, Merkur, der jetzt vor der Sonne läuft, Venus, Neptun und Chiron im Zeichen Fische versammelt haben, nachdem ja vorher die Planeten im Wassermann waren, ist das hier schon eine starke Phasenverschiebung. Vor allem, weil Zeichen, die im Tierkreis nebeneinander liegen, immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Wo der Wassermann eben als Luftzeichen sehr, sehr geistig war, sind die Fische als Wasserzeichen sehr, sehr emotional. Das bedeutet schon, dass jetzt in den nächsten 29, 30 Tagen, in denen die Sonne durch die Fische läuft, die Gefühle, die Emotionen eine viel größere Rolle spielen werden. Und das bedeutet für uns natürlich auch, dass auch in uns und in unserem Leben die emotionalen Dinge stärker angestoßen werden. Wenn wir ein nicht besonders emotionaler Mensch sind, werden wir es natürlich nicht werden dadurch, aber die Emotionen, die wir haben, werden sich dadurch vertiefen. Wenn die Sonne dann nach 29 Tagen den Lauf durch die Fische beendet hat, wechselt sie in den Widder und dann haben wir Frühlingsanfang. Es ist also hier die Fische sind das letzte Winterzeichen, wo es darum eben auch geht, diese Energien zum Abschluss zu bringen, denn die Fische sind auch das letzte Zeichen im Tierkreis. Das heißt, vor dem Neuanfang im Widder gilt es jetzt, alles Mögliche zu beenden, alte Geschäfte zu beenden, alte Konflikte zu klären, da, wo wir noch unausgeglichene Konten haben, die zum Ausgleich zu bringen. Das gilt jetzt nicht nur für Bankkonten natürlich. Zu sehen, irgendwie, was gibt es für Reste, die ich nicht mitnehmen wollen würde auf die große Reise. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten eine große Reise vor uns, wo wir nicht so viel Gepäck mitnehmen sollten, was nehmen wir mit, was lassen wir hier? Und so ähnlich ist es auch im Zeichen Fische. In den Fischen kommt alles nochmal zusammen. Es ist das Zeichen auch der Erlösung, weil im Zeichen Fische die Trennung, unter der wir alle leiden, eigentlich am stärksten empfunden wird und die Sehnsucht nach Einheit und Verbundenheit besonders stark ist. Außerdem sind alle Formen der Spiritualität, Yoga, Meditation, Beschäftigung mit Religion gefördert in den Fischen und auch die Künste wie Musik, Kunst, Theaterspiel, Schauspiel. Solche Dinge können in den Fischen sehr gut umgesetzt werden, auch wenn manchmal die Bewältigung des Alltags nicht so einfach ist, weil eben die Fische so verträumt sind und auch uns dazu anregen, die Dinge vielleicht etwas salopper zu nehmen. Aktuell, heute kommt dazu ein Mond im Widder. Ich werde natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch immer wieder auf das Zeichen Fische eingehen. Aber aktuell kommt dazu ein Mond im Widder, der ja der Sonne vorausläuft und der am Sonntagmittag in den Widder eingetreten ist, genau Sonntagmittag, und dort bleibt bis zum Dienstagabend. Dienstagabend um 20.12 Uhr geht es dann weiter in den Stier. Das bedeutet, dass Sonne und Mond hier sehr unterschiedlich angelegt sind heute und morgen. Unterschiedlicher geht es kaum. Der Mond im Widder fordert im Grunde so eine gewisse Aktivität, auch so eine gewisse Grundaggressivität von uns. Er sagt, wenn du etwas willst, dann musst du dir das auch holen. Du musst auch für deine Rechte kämpfen, dich dafür einsetzen, lass dich nicht unterbuttern, sei aktiv, sei durchsetzungsstark. Während die Fische, Sonne in den Fischen, eher sagt, ich nehme die Dinge so, wie sie kommen. Und so können wir auch in uns vielleicht, jeder Mensch hat ja auch diese Polarität in sich, können wir in uns vielleicht auch das erkennen, welcher Bereich oder wo der Bereich in uns ist, der sich gerne durchsetzt, der aktiv für seine Rechte eintritt und es vielleicht dann manchmal auch übertreibt und wo der Teil ist, der die Dinge eher hinnimmt und es auch vielleicht übertreibt.
Gut, dann wünsche ich uns allen heute einen guten Beginn der Fischezeit, eine schöne Woche und einen guten Montag und sage Tschüss, bis morgen.